Kiff-In in Berlins Problempark Nummer 1. Mehrere hundert Hanfanhänger treffen sich im Görlitzer Park in Kreuzberg zum kollektiven Rausch. Auslöser der per Facebook initiierten Protestaktion ist die jüngste Maßnahme der Senatsverwaltung. Seit dem 31. März ist der Park eine sogenannte Null-Toleranz-Zone. Schon der Besitz von Kleinstmengen Haschisch und Marihuana steht jetzt unter Strafe. Wir denken, jetzt hier zu protestieren, zeigt eben dass dem Innensenator Henkel, dass eben diese neue Null-Toleranz-Politik eigentlich zu nichts führt und der Drogenhandel hier in Berlin sich eben letztendlich nur aus dem Görli woanders hin verlagert. Und ja, das ist eigentlich nur Verschwendung von Steuergeldern und könnte sinnvoller eingesetzt werden, meiner Meinung nach. Diese Toleranzgrenze runterzuschrauben, ich meine, es macht einfach keinen Sinn, es löst auch nicht das Problem im Görlitzer Park. Einerseits kostet halt einen Haufen Kohle in der Justizkasse, zweitens ist die CDU gerade die einzigste, die sich gegen die Legalisierung wirklich stellt. Ich meine, selbst die Staaten machen uns das vor, hier ne, Südamerika, Spanien, Social Clubs, aber die CDU sperrt sich dagegen und unser Bürgermeister Müller wäre der einzigste, der dem Henkel mal auf die Füße klopfen würde, aber macht er nicht. Der Görli in Berlin-Kreuzberg gilt als Paradies für Kiffer und Dealer. Wer künftig im Park mit kleinen Mengen weicher Drogen erwischt wird, kann sich nicht mehr auf den Eigenbedarf berufen. Der galt bislang bis zu einer Höchstmenge von 15 Gramm. Nur 5 Meter weiter, auf der Straße gegenüber des Parkeingangs, gilt diese Regelung nach wie vor. Wie das in Zukunft funktionieren soll, weiß auch die Berliner Staatsanwaltschaft nicht. In der Praxis werden sich ganz erhebliche Probleme stellen, denn wenn diese Ermittlungsverfahren geführt werden, wird gegen diese Person ermittelt, mit der einzigen Folge, dass die mithin ein sogenanntes Auskunftsverweigerungsrecht haben. In der Folge, dass wenn man an größere, insbesondere Dealer in der Zwischenebene oder an höherer Ebene herankommen möchte und denen etwas nachweisen will, diese lediglich Konsumenten als Zeugen verliert. Im November 2014 war die Lage rund um den Park eskaliert. Anwohnerbeschwerden hatten sich gehäuft. In der Umgebung war es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Dealern und Gewerbetreibenden gekommen. Die Polizeipräsenz wurde erhöht, die Behörde meldete mehrere Festnahmen. Gelöst ist das Problem noch lange nicht, denn die Verhältnisse im Park sind auch eine Folge der Flüchtlingspolitik. Viele Dealer kommen aus Afrika. Ohne Arbeitserlaubnis ist der Handel mit Drogen für sie oftmals die einzige Einkommensquelle. Das Kiff-In will darum nicht nur für die Legalisierung von Marihuana, sondern auch für einen anderen Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland werben. Anybody you come here, there's a reason why you come here. Jeder, der nach Deutschland kommt, hat einen Grund dafür. Sie erlauben uns zwar herzukommen, aber sie erlauben uns nicht zu arbeiten. Das ist nicht fair. Es hat rassistische Folgen, da in gewisser Hinsicht so ein rassistisches Scanning gerade hier im Görlitzer Park tagtäglich passiert. Ich will Solidarität zeigen mit den schwarzen Mitmenschen, die hier in Deutschland sind, die nicht alle freiwillig im Park stehen, um Gras zu verkaufen. Es ist ihre einzige Möglichkeit. Sie sind illegal oder halblegal hier, haben keine Arbeitserlaubnis. Sie müssen überleben in einer schwierigen Stadt wie Berlin. Bullen im Galopp! Hopp, hopp, hopp! Der Konflikt bleibt bestehen. An den Grundkoordinaten wird auch die Null-Toleranz-Regel wenig ändern können.